So, da sind wir wieder bei Gothic 2. Meine Maus ist aus. So. Ja. Also in der letzten Folge endlich mal hier ins Minental gegangen. Sind jetzt hier bei Talbin und Engrom. Mit Talbin haben wir schon gesprochen. Jetzt sprechen wir mit Engrom. Wie sieht's aus? Beschissen. Oh. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Na, du Armer. Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Jo. Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Wir haben ja alle plattgeschnetzelt. Ich weiß nicht. Ne, ist doch klar, dass wir auf unserem Weg hierhin irgendwie alles. Warum sagt er dem das denn nicht so? Ne? Keine Ahnung. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Digga, hier die Klippe runter, da sind. Wie heißen die jetzt nochmal? Feldräuber. Und Goblins. Und, na gut. Ob man die essen kann, ist die andere Sache, aber naja. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier runtergehen und die wegschnetzeln. Vor so ein paar Goblins und Lurkern habe ich nämlich keine Angst. Ach, Feldräuber, Mann. So. Gar nicht lange rumspielen hier. Einfach weg. Warum haben wir so viel Schaden? Geht doch. So, hier sind auch noch mehr Goblins drinne. Kommt rum. Gut, wir wollen uns mal heilen. Die haben tatsächlich mehr Schaden gemacht als erwartet. So. Einmal speichern, gucken, was die hier bewacht haben. Bewacht in Anführungszeichen. An und für sich haben sie hier wohl gelebt, aber naja. So. Bist du noch was? Feldknöterich. So, was die bei haben, ist alles nur Plünn. Einer davon hatte jetzt bestimmt die beste Waffe des Lebens im Inventar. Aber dann ist das so. Da liegt ein toter Buddler? Sträfling. Wasser und eine alte Münze. So, Dunkelpilze nehme ich gerne. Wir müssen ja wieder ein bisschen sammeln, um unser Mana aufzustocken mit einer schönen Pilzsuppe. Oder Pilzragout oder wie das jetzt heißt. Hier liegt auch noch ein Sträfling. Weidenbeere, alte Münze. Okay, da schießt irgendeiner. Das ist aber auch laut, die Scheiße. So, Mana-Extrakt. Noch ein Mana-Extrakt. Hier ist Kavalons Lederbeutel, okay. Und hier ist noch eine Truhe. Speichern wir mal. Links, rechts, rechts. Dietrich, nice. Und den Rest nehmen wir aber auch mit. So, zu ihm wollen wir noch nicht. Da müssen wir später erst hin. Das dauert noch ein bisschen. So, Heilkraut, Heilkraut. Da ist noch ein Feldräuber. Aber hier war ja Kavalons Hütte. Oder ist Kavalons Hütte. Halt auf dem ersten Teil noch. So. Nimm mit. Geht doch. So, mal kurz umgucken. Was ist hier hinter? Da liegt irgendwas Verrottendes. Das sieht aus wie ein Scavenger. Da hinten ist eine Sumpfratte. Gibt hier oben noch was? Hier stand ein Turm im ersten Teil, glaube ich, ne? Oder? Ne, der ist da oben. So, gehen wir hier mal weiter. Hier verrotten die Scavenger.
Sieht aus, als wenn die auch irgendwie von den Drachen massakriert worden sind. Wir speichern mal. Wir nähern uns ja jetzt wieder der Burg. Das heißt, uns könnten gleich viele Orks erwarten. Und wenn es zu viele sind, kann es gefährlich werden. Okay, da ist einer. Einer macht mir jetzt relativ wenig Angst. Okay, der ist alleine. Damit kann ich leben. Komm rum. Sehr schön. Alles an EP mitnehmen, was wir kriegen können. So. Da kommen wir dann wieder zum Nordtor. Also da hinten ist ja dann wieder die Brücke. Wir sind jetzt prinzipiell einmal hier so rumgelaufen. So, da ist noch ein Ork. Der macht mir jetzt auch relativ wenig Angst. Die Blutfliegen sind nur nervig. Gut. So, einmal speichern. Wir werden nämlich gleich wahrscheinlich vergiftet werden. Aber dann ist das so. Ja, nun komm her. Okay. Wir sind wenigstens One-Hit. Das sind ein paar mehr Orks. Da will ich nicht hin. So, kill sie. Ist sie schon wieder über uns? Ne. Gut. Rudlerfleisch. Da ist ein Wolf und ein, zwei Orks. Drei Orks? Na, nee. Wir gehen mal hier zurück. Gucken mal, wer uns da so erwartet. Da ist eine Blutfliege, okay. Wenn es zwei Orks sind, ist auch noch okay. Aber drei Orks ist dann schon wieder gefährlich. Das war unser Schwert, das ich gehört habe. Ich habe gedacht, hier ist ein Ork, der gleich auf uns zugerast kommt. Du vergiftest mich nicht, du Scheißvieh. So, hier sind nur ein paar Feldräuber. Ja, hör doch auf zu schreien. Das war eh keine Chance. So, das sind drei Orks. Ist das ein Schamane? Nee. Sah nur so aus. Steck mal wieder weg. So. Jetzt sind wir wieder hier. Kriege ich den einen Ork da einzeln angelockt. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Ach, die werden doch eh alle drei kommen. Na komm. Will ich alleine. Ein zwei kommen ist auch in Ordnung, aber nicht alle drei. Ach, das sind doch Affen. Wortwörtlich. Der hat jetzt nur so eine kurze Aggro, weil alle drei kommen werden. Ah, was habe ich gesagt? Okay, ich glaube, die anderen beiden finden die Brücke nicht. Okay. Kill ihn doch! Gut, der geht da irgendwo und nirgendwo. Spring hier einmal rüber. Gut. Den erwarte ich schon. Ach, und da ist der andere. Das passt ja. Das Ding ist laut. Junge. Sollen das? Gut, das waren drei Orks. Immerhin 900 EP, ne? So, da hinten habe ich schon gesehen, ist ein Ork-Elite. Zwei Krieger und ein Schamane. Das lassen wir. Wir gehen mal auf die Insel hier rauf. Da waren nämlich noch zwei Lurker.
Und dann werden wir uns mal in die Richtung weiter bewegen. Sollen ja sowieso die Burg einmal umkreisen. Da ist das hier der beste Weg zu. Ja, nun zieh das Schwert und mach nicht nur die Animation dafür. So. Gut. Sumpfkraut brauchen wir jetzt nicht. Ich will nicht rauchen. Sondern in die Burg. In die Burg. So, da könnte man lang, aber da sehe ich nichts Besonderes, was mich jetzt dahin führen sollte. So, wie sieht das hier auf der anderen Seite aus? Da ist ein Ork, da ist ein Varg, da ist ein Schamade, da ist noch ein Krieger. Die Schamanen hatte ich ja relativ wenig Bock, ne? Okay. Wir schnetzeln uns erstmal auf der Insel hier lang. Von euch vergiftet mich keiner. So, noch ein paar mehr Lurker. Da hinten ist ein ganzes Rudel von Scavenger. Rudel? Herde? Was ist der richtige Begriff dafür bei Scavenger? Weißt du deine? So, kommen wir da überhaupt hoch? Na, da auf jeden Fall. Ja, hier ist so weiter nichts. Hier ist jetzt eine riesige Palisade. Warte mal, wir sind gerade hier. Da ist das. Ja, dann müsste in die Richtung doch irgendwo auch damals das Sumpflager gewesen sein, ne? Ich glaube. So, wir springen mal ins Wasser. Hallo. Einmal hoch. Schwimmen wir einmal rüber. Schnetzeln uns an der Küste weiter. Da sind Drachensnapper. An die will ich nicht zu nahe ran. Einer ist schwer genug. Zwei sind unmöglich. Ja, gut. Kommt dran. Ja. Ich meine, 10 Scavenger sind doch 700 EP, ne? Nu, komm mal her. Gut. So, dann holen wir uns noch den Lurker. Da hinten ist eine Ork-Elite, wenn ich das richtig sehe. So, du komm mal auch noch ran hier. Der Gerät hat uns vergiftet. Gib mir mal ganz kurz einen großen. Und mache ich mal kurz den Wolf weg. So, Wölfe wollen wir looten. So, sind wir immer noch vergiftet? Jo, das ist ja sehr schön. Dann trinken wir mal gleich noch einen. Und noch einen hiervon und dann reicht er doch. Einmal speichern. So, wir müssen Ausschau halten nach einer Ork-Ramme. Okay, da oben ist ein Wolf. Mal schön ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in eine Herde von Orks laufen. So, schön Felle sammeln. Was noch schlimmer wäre als eine Herde von Orks, wäre eine Herde von Drachensnappern. Da sind ein paar Wildschweine, die sind jetzt auch nicht so wild. Ja, komm. Mach hier kein Palaver. Alles, was Felle hat, wird gelootet. Speichern mal. Wie viele sind das? Zwei. Könnten wir schaffen. Okay. Haben wir auch geschafft. Sehr schön. So, Orks looten wir auch. Jo, einmal springen vor Freude. So, wir haben ziemlich wenig Leben.
So. Das war anscheinend auch unser letzter Heilzauber. Habe ich gerade gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich speichere nochmal. Zieh dein Schwert, Junge. So, Wölfe nehmen wir natürlich auch mit. Zack und zack. Ein paar Snapper finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber wir müssen aufpassen, hier waren irgendwo auch die Drachensnapper. Danke. Gut. Da sind ein paar Orks. 4 Orks, um genau zu sein. Hier waren irgendwo die Drachensnapper. Da gehe ich dann mal lieber nicht weiter. Da gehe ich mal auch noch nicht hin. Wir wollen erstmal in die Burg, wie gesagt. Sag die Uhr, 15 Minuten. Bro, easy. So, die beiden krallen wir uns auch noch. Da sind noch 3 Wölfe. Ach nö. Naja, sind schon wieder vergiftet. Naja. Mir ist auch so, als wenn die unterschiedlich doll vergiften. Mal döller, mal weniger doll. Ja, nun kommt her. Danke. Zack und zack. So, gehen wir mal wieder weiter nach vorne hier. Speichern mal wieder. Da ist die Orkramme. Da ist sie. Okay. So, den Wolf holen wir uns noch. Zack. Wieder speichern. Hier sind nämlich Häuser von Orks. Okay, ich habe 2 Schwerter gehört. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, sogar ein Elite gesehen. Das sind 3 Orks, das ist zu viel. Ja, dreht mal wieder schön um. Gut, die haben die Schwerter weggesteckt. So, was wir jetzt tun werden, ist uns einmal kurz heilen. Ey, kommt mir mal nicht zu nahe, ja? Dann trinken wir einen Geschwindigkeitstrank. Und dann laufen wir zur Orkramme. Ey, irgendwer hat sein Schwert gezogen. Ich weiß nicht wer, ist mir auch egal. Achso, links von uns, okay. Du lass uns mal schön in Ruhe. Und wenn ich mich nicht irre, hier kommen die schon nicht mehr hinterher. Hier kann man die dann schön wegschnitzen. Okay. Na, das machen wir später. Wir gehen erstmal in die Burg. So, einmal hoch. Nochmal hoch. Oh, und da sind wir. Hier ist schon der erste, Udar. Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Das wäre nicht so toll dann gewesen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Und spar dir deine Sprüche. Rede mit Zengrad, wenn du was willst. Hey, wieso so angepisst? Wie sieht's in der Burg aus? Ein paar Jungs trainieren, aber im Prinzip warten wir alle nur drauf, dass irgendwas passiert. Diese Ungewissheit macht mürbe. Das ist die Taktik dieser verdammten Orks. Sie warten so lange ab, bis wir mit den Nerven am Ende sind. Ich glaube, die Orks sind noch euer kleinstes Problem, oder? Wer bist du da oben? Hast du einen Namen? Bist du wer? Waffenknecht. Also siehst du raus, Waffenknecht. Hier ist eine Truhe. Hier ist offen. Ich speichere mal. Versuche mal ranzugehen. Ein Dolch und ein bisschen Gold, na gut. Im geschenkten Gaul und so, ne? So, Waffenknecht, Waffenknecht. Hier ist eine Tür. Kommen wir hier rein? Speichern. Ausprobieren. Da lässt sie nichts machen. Na gut. Dann einmal wieder runter hier. So, du bist... Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Bote hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von 2 Rittern bewacht wird. Okay. Wo gibt's hier Ausrüstung?
Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Alles klar. Wer kann mir hier was beibringen? Frag mal Kerolot. Er trainiert die Jungs im Schwertkampf. Vielleicht unterrichtet er dich ja auch. Ja, das wäre gesünder für ihn. Zeig mir deine... Zeig mal her. Was ist denn schönes? Eisblock? Oh, nice. Blitzschlag? Auch nicht schlecht. Mittlere Wunden heilen? Okay. Schlaf brauchen wir nicht. Wolfrufen, Windfaust. Nee. 20, 80, 200 Schaden maximal, aber so weit könnten wir sowieso nicht kommen. Gut. Wer bist du? Ritter. Wer bist du? Ritter. Ich kann das nicht glauben. Du, Ritter, Kerolot. Du trainierst die Leute? Ja. Bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Was wollt ihr denn machen, wenn die Drachen angreifen, in die Luft springen oder was? Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Wurde mir gerade schon gesagt. So, was mit Fernkampf? Was ist mit Fernkampf? Was soll damit sein? Kannst du mir das auch beibringen? Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Er ist ein guter... Nein, er ist der beste Armbrustschütze, den ich kenne. Okay. So, Einhandkampf lernen? Ich will trainieren. Okay, kostet halt 11 LP. Könnten wir gerade zweimal machen, theoretisch. Machen wir mal noch nicht. Zweihand könnten wir auch. Könnten wir auch dreimal sogar machen. Aber machen wir mal noch nicht. So, und du bist Tandor. Du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Ja, laber nicht so viel. Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Hm, na gut. Zeig mal her, was hast du denn schöne Drachenschneide? Das ist natürlich eine Ansage, ne? Die hätte ich schon gerne. Zweihandwaffe. Schwere Armbrust, 120 Stärke. Boah, da sind wir noch meilenweit von entfernt. Kriegsarmbrust, 90 Stärke. Die haben wir, die gute Armbrust. Na gut, aber wir könnten mal ein bisschen was verkaufen. Hier zum Beispiel die Bartaxt. Weg. Doppelaxt, weg, weg. Langschwert, weg. Steinbrecher. Behalte ich mal einen von. Schwere Ork-Äxte können alle weg. Da gibt nur einen für? Wert 1? Ah, danke. Paladinschwert, weg. Mittlere Ork-Axt, weg. Grober Zweihänder, Holzfäller-Axt, leichte Ork-Axt. Grobes Breitschwert, rostige Axt, Degen, rostige Schwerter, Spitzhacke behalten wir. Beil, schwerer Ast, Sichel, Dolch. Magische Armbrust, Langbogen kann auf jeden Fall weg, guter Bogen kann weg. Okay, die Pfeile können weg. Gut. Klingen. Amulett der Erzhaut. Schutz vor Waffen 8. Na, ich glaube, da ist unser schon besser. So, wer bist du? Parlaf. Hey, wie geht's? Was glaubst du, wie es mir geht? Ich stehe den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Oh, und gestern hat Engor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle. Oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Wer ist Engor? Engor verwaltet die Vorräte und teilt die Rationen ein. Und das wird wöchentlich weniger. Er lässt zwar mit sich handeln, aber nur gegen bare Münze. Und das kannst du dir nicht leisten? Für den geringen Sold, den wir kassieren, kriege ich höchstens ein paar Rüben. Und? Ist doch besser als nichts. Hör auf zu heulen. Wo finde ich diesen Engor? Im Haus der Ritter. Geh einfach durch den offenen Eingang neben der Schmiede. Was gibt's Neues? Dieser verdammte Engor soll mehr Rationen verteilen. Na gut.
Hast du noch einen Namen? Dober. Hey. Dobermann oder was? Kannst du mir eine Waffe schmieden? Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Ja, ja. So, Rüstungswerkbank. Rüstung verstärken. Okay. Ja, die haben wir doch noch gar nicht. Ach, hier gibt es einfach alle. Okay, wir haben die leichte Milizrüstung. Das kann ich nicht. Habe ich nicht, kann ich nicht, okay. Okay, gibt es hier noch irgendwie was zum Mitnehmen oder so? Eine Truhe. Ich probiere mal die da ranzugehen. Leer, na danke. Würdest du bitte deine Rüstung wieder anziehen? Danke. So, Ritter, Waffenknecht. Ritter. So, und hier soll besagter Engor drinne sein. Na, da ist er ja schon. Hey. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Was nützt dir das Gold? Was nützt es dir gerade in deiner Situation? Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Mhm. Hast du was Interessantes für mich? Ich kann dir eine bessere Rüstung besorgen, eine schwere Milizrüstung, wenn das für dich interessant ist. Jo. Kostet natürlich eine Menge. Also besorg dir das Gold, dann kriegst du die Rüstung. 2.500 Gold? Na, Ohio Peng. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Ja, warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Wieso nicht? Kein Problem. Ich besorge euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. 2 Dutzend. Zeig mal, wie viel haben wir denn? Ja, haben wir doch. Hey. Dann da. Ich habe hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Ja, du kriegst gleich eine Schelle von mir. Zeig mal, was hast du denn so? Schwere Armbrust, ja, die hatte der andere auch schon. Der hat Heiltränke, das ist nice. Ein paar Schriftrollen hat er auch. Mittlere Wunden heilen. Feuerpfeil. Die würde ich gerne haben. Dämonen beschwören, wo hat er die denn her? 6 Dietriche, ja komm. Was ist das noch? Amulett der Flammen, Ring der Unbezwingbarkeit. Was ist das für ein Eintopf? Eintopf, okay. Ja, gut. 2.500 Gold. Danke für nix, Junge. So, komme ich hier jetzt irgendwie rein? Speicher mal. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, da braucht man also einen Schlüssel für. Gut, wir gehen mal in die andere Richtung hier. Da liegt Rohstahl. Bett. Okay, hier ist noch eine Tür. Haupttorwache. Alles klar. Und da stehen schon Orks. Na gut. Dann gehen wir mal weiter im Innenhof hier ein bisschen umherströbern. Gucken, ob wir noch irgendwen finden. Ritter. Waffenknecht. Gerold. Gerold Steiner. Was bewachst du? Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorm. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse.
Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Ja, glaube ich gerne. Kannst du mich in den Kerker lassen? Ich habe mir das schon gedacht. Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich. Man muss eben aufpassen, das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merkt ihr das? Milton ist auch hier? Kannst. Nein! Das hätte doch besser wissen. Und wenn ich dir Gold. Nein. Zum ersten Mal. Er hat überlegt. Schläfst du eigentlich nie? Nein. Enos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Das hat er doch vorher gewusst. Na, da kann ich dir eigentlich was anderes erzählen. Meine Meinung will ja keiner hören. Na gut. Wer bist du hier noch? Gedacht. Waffenknecht? Da links ist noch eine Tür. Wen haben wir hier drin? Brutus. Oh, Brutus. Nee, wie ging das? Brutus, du, nee. Brutus, oh, du mein Sohn. Hey, oder du. Irgendwie so. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Und an diesen Gorn lassen sie mich nicht ran. Das glaube ich auch gesünder für dich. Kannst du mich trainieren? Klar, ich kann dir dabei helfen, stärker zu werden. Aber umsonst gibt's bei mir nichts. Na, wer hätte gedacht? Wie viel willst du? Du treibst dich doch außerhalb der Burg rum. Ich mach dir einen Vorschlag. Mein Gehilfe Dan hat sich beim letzten Angriff aus dem Staub gemacht. Dieser Feigling. Aber er ist nicht alleine durchgebrannt. Er hat den Inhalt unserer Kasse mitgenommen. Was für eine Kasse? Wir haben eine Truhe, in der wir das Zeug aufbewahren, das wir im Laufe der Zeit so gesammelt haben. Und das war nicht gerade wenig. In der Kiste waren neben wertvollem Schmuck auch 200 Goldstücke. Wenn du mir das Gold zurückbringst, kannst du den Schmuck behalten und ich trainiere dich. Alles klar. Weißt du, wo Dan hin wollte? Möglichst weit weg von hier. Ich denke mal, er wird versucht haben, sich zum Pass durchzuschlagen. Danke, das hilft mir sehr. Ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Keine neuen Gefangenen. Gut. So, dann speichern wir mal wieder. Dann gehen wir in der nächsten Folge mal zu Lord Hagen. Nee, gar nicht. Zu Kommandant Garund. Zu dem wollen wir. Wir kommen von Lord Hagen. Alles klar. Ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.